Hallöchen, ich bin wieder zurück mit Sims 2 und ja, ich habe gesehen, die letzte Folge war relativ kurz. Also was heißt kurz? Ungefähr, glaube ich, 24 Minuten. Ja, ich hatte vergessen, auf die Uhr zu gucken, weil ich mache die ja immer 30 Minuten lang. Ah, okay. Dann wird die halt wieder 30 Minuten gehen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit neuen Studenten angefreundet. Also zumindest hat das Theo auf dem Studentencampus versucht. Oder nein, in der Studentenbibliothek, glaube ich. Na, auf jeden Fall auf einem Gemeinschaftsgrundstück, wo es viele Studenten hinzieht. Heute werde ich das so weitermachen und wir haben ja auch noch Besuch von dem Gerd in Inada und wir haben auch noch einen gehabt. Ja, auf jeden Fall hat sich Theo mit Frank Bonzen, der Dritte, angefreundet und warte jetzt. Ah ja, den Egon Leung. Das war der andere Student, der hier noch war. Wo ich dann den Verdacht habe, dass die in einer wichtigen Studentenverbindung sind. Gut, dann lass uns mal weitermachen. Du isst noch was und dann kannst du hinterher noch dann schlafen gehen, wenn du. Weil deine Energie ist tatsächlich nicht mehr so hilfreich. So. Du hattest. Ja, okay, du hast den Wunsch wahrscheinlich jetzt erfüllt. Theo den Rücken kraulen. Das einzigste Ding daran ist, dass Theo schon schläft und das macht ja auch nichts, weil er hat ja auch nicht mehr viel Energie. Ja, dann gehst du einfach mal aufs Klo und duschen. Vielleicht solltest du ja auch mal ein bisschen sauber machen. Vielleicht kriegst du dafür dann auch einen Sauberkeitspunkt. Weiß man ja nicht. Aber ja. In 36 Stunden haben wir auch schon unsere Abschlussprüfung. Dann haben wir das erste Jahr abgeschlossen. Und ja, sind dem Abschluss noch ein gutes Stück näher gekommen. Ja. Aber so wie es läuft, kriegen wir auf jeden Fall bis später. Okay, bis später. Du verschwindest schon beim. Also, ja. Ich möchte sowas auch können. So leicht unsichtbar wirken. Ja. Okay. Oh ja. Also, du gehst sowieso ans Telefon. Das ist aber freundlich von dir. Nee, leider nicht. Theo schläft. Es tut mir leid. Du gehst das benutzen, dann kannst du das sauber machen und duschen gehen und säubern. Ja, ich weiß, es ist echt toll, wenn wir die Einzigsten sind, die die Duschen und Toiletten sauber machen, aber wenn nicht wir, wer dann, ne? Und irgendwann sehen die halt nicht mehr so schön aus. Und dann will da doch keiner mehr aufs Klo gehen. So, ihr beide schlaft. Und es dauert nicht lange, dann ist Adam auch in der Falle. Ja. Und Abigail geht dann auch ins Bett, wenn ich das. Um 0 Uhr, ihr seid richtig früh dran. Aber gut, die meisten von euch müssen erst abends. Oder nachmittags zum Unterricht. Ach, die haben unterschiedlich. Die Kathi ist sogar
wie viele Stunden? Ihr habt 34. 34. Oh, okay. Sehr interessant. Weil du zweimal mehr am Tag zur Uni gehst? Du hast nur noch 23 Stunden? Du hast 31 Stunden? Okay, ja. Ich wollte bei deinen Wünschen mal vorbeigucken. Theo den Rücken kraulen. Ja, ich glaube, das kann ich dir mal sichern. So, ich würde sagen, alle sind im Bett. Sogar hier der. Ich glaube, Sebastian hieß er. Mal gucken, wer als erstes aufsteht. Hallo. Ich wollte schon gerade sagen, ich habe das gesehen, dass ihr im Zimmer wart. Aha. Drei sind wach. Okay. Gut. Ihr habt alle Hunger? Das trifft sich sehr gut, dass der Charles auf jeden Fall schon mal Pfannkuchen gemacht hat. Dann werdet ihr doch. Du willst noch das Bett machen, das ist auch in Ordnung, aber wahrscheinlich wirst du es jetzt lassen. Da will schon jemand was essen. So. 17 Stunden. Wow, das ist ja richtig schnell. Guten Morgen. Ach, du bist. Ach, wohnst du hier? Wohnst du hier? Hier ist auf jeden Fall noch ein Zimmer frei, ne? Ah ja. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube. Okay. Ach ja, stimmt, der wohnt hier. Oh, das ist aber cool. Willst du nicht mal duschen gehen? Wer kennt dich denn jetzt am nächsten? Ich glaube. Oder kannst du ihm das vielleicht mal vermitteln, dass er duschen gehen soll? Überreden zu baden. Wir haben aber keine Badewanne. Och nö. Baden. Wir haben keine Badewanne. Wir haben nur eine Dusche. Kann ich denen einfach eine Badewanne da mal hinstellen? Weil die bezahlen wir halt von unserem Geld, ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann ist mir egal. Aber er muss mal was tun, ne? So. Überreden zu baden. So, du willst immer noch Party machen? Computerspiel spielen? Ein Fähigkeitspunkt. Was ist denn wichtig? Logik, Kreativität und Körper. Okay, der isst jetzt was. Was ist bei dir, Theo? Du brauchst jetzt nicht gucken, was das ist, ne? Also das muss wirklich nicht sein. Hier scheinen aber auch einige zu stinken. Also hier war eben noch eine Stinkwolke. Oh ja. Du, Madame, Sie stinken. Ist nicht sehr schön. Gut, du brauchst Spaß. Dann könntest du, nein, nicht duschen, sondern hier an dem Automaten spielen. So. Bei allen sehen die Noten eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Ach, du willst auch dem Mann helfen, das ist aber nett von dir. Die Pärchen untereinander haben nichts miteinander noch, also nicht mehr so unternommen.
Wie zum Beispiel Adam und Kati. Ich glaube, da sollte ich auch mal wieder. Da kannst du doch. Ja, genau. Blasen machen. Vielleicht. Auf jeden Fall sollte es Spaß bringen, weil Kati ist ja gleich schon wieder aufgefüllt. Fähigkeitenpunkt kriegen. Ah ja, genau. Da kannst du gerade dann auch mal trainieren. Du willst auch einen Fähigkeitenpunkt, aber wie wär's, wenn du mit Theo flirtest? Ja? Wie wär's? Ihr habt euch lang nicht mehr angeflirtet, wenn ich das mal so sagen darf. Hättest du dann auch mal Zeit? Kommst du jetzt? Ich mag diesen Trainingssender. Einfach genial. Ja, nee, warte. Ja, ist ein leeres Grundstück, ist gut. Du gehst jetzt hier hin und du hörst auf zu spielen, weil deine Freundin mit dir flirten will. Und ich meine, das tut ja auch für eure Beziehung was, ne? Und ihr könnt euch noch ein bisschen küssen. Oh ja. Warte, 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 warte. Noch nicht tanzen, noch nicht. Paarberatung lernen, okay? Also das werde ich dir mal ein bisschen, werde ich dir mal sichern, wenn man das so nennt. Klassisch. Ja, das ist schön. Das ist zwar jetzt nicht die richtige Musik dafür, aber das macht ja nichts. Oh ja. Im Schlafanzug beide romantisch tanzen. Oh. Das hat sie doch nicht mit Absicht gemacht. Gut, wenigstens gibt es dafür keine Abzüge. Ah ja, ihr seid doch. Könnt ihr noch ein bisschen rumschmusen? Und welche Wünsche hast du noch dazu gekriegt? Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Dann gucken wir mal. Ich könnte dir noch ein bisschen Charisma anbieten, wenn du möchtest. Du könntest vielleicht eine Hausarbeit schreiben? Das bringt beides 1000 Punkte. Dann weißt du was, dann. Wie wäre es, wenn du jetzt Schach übst? Und du, meine Liebe? Du hast das noch nicht. Oh Mann, was soll ich denn? Ach so, ja, okay, gut. Wie lange wird es denn noch dauern, ne? Ah, nicht mehr so lange. Beim Theo? Ja gut, das erste Jahr abschließen, das solltest du eigentlich dann demnächst hinkriegen, dann könntest du vielleicht auch noch was an deinen Fähigkeiten schrauben. Was geben wir dir dann am besten? Vielleicht noch mal ein bisschen Mechanik? Ich meine, die drei, die eingekreist sind, sind ja sowieso die wichtigsten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, nee, der muss jetzt lernen. Es tut mir leid. Kati, Kati, Kati. Hopp, 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 hopp. Yippie. Gut. Ein Auto kaufen. Nee, eher nicht. Wenn wir hier irgendwo. Ah ja, hier haben wir doch was. Da kannst du mal durchgucken. Kann man auch sagen, dass sie in den Himmel gucken soll? Naja. Auf jeden Fall, hinterher solltest du vielleicht aufs Klo gehen und duschen. Du machst deinen Fähigkeitspunkt
voll. Dann kannst du danach was essen. Du solltest auch mal duschen gehen, ne? Na gut. Adam. Oh ja. Das dauert doch auch nicht mehr lange, ne? Ein Logikpunkt. Musstest du die. Oh, das trifft sich ja gut. Gut. Das hast du wahrscheinlich jetzt abge. Nein? Ich dachte, das würde. Okay, ich glaube, du brauchst dafür, denke ich mal, ein höheres Logiklevel, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ne? Na gut. Das sollte ja auch kein Problem sein. 12 Stunden. Gut. Du hast auch einen Fähigkeitspunkt dazu gekriegt. Eine Spielzeugwerkbank kaufen. Sie im Katalog unter dem hier angezeigten. Ich hoffe, das kostet nicht so viel. Okay, dann werde ich mal gucken, ob ich das finde. Was sind die Töpfe? Die super lustig Spielzeugwerkbank von Hobby Handwerk und Co. 1500. Du willst also Spielzeug herstellen? Tja, Kumpel, dann brauchst du wohl eins von diesen Geräten. Eine günstigere gibt's nicht, ne? Das ist die Blumenbindmaschine wahrscheinlich. Ja. Wenn du das so haben möchtest, dann gebe ich dir gerne so eine Werkbank. Warum nicht? Den Platz haben wir ja. Tja, jetzt sind wir wieder mal ein bisschen knapp bei Kasse, aber ich denke mal, nachdem ihr, den Abschluss gemacht habt und mit 1,0 abschließt, dann sollte da ja gar nichts im Wege stehen, ne? Du kannst jetzt ruhig mal. Dann mach mal. Du willst ja sowieso den Bronze-Spielzeugtalentorden erhalten, also können wir ja dran arbeiten. Du bist auch super gut drauf, das freut mich. Ein Vogelkäfig kaufen. Hast du überhaupt Zeit für einen Vogel? Und können wir uns den leisten? Oh, die bringen ganz gut was. Erstes Jahr abschließen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Du hast hier noch. Ah ja. Wir fangen einfach ganz vorne an. Wie nennen wir den denn? Backe, Backe, Backstein. Wir nennen ihn Backe. Backe. Oder warte, nein, wir nennen ihn Abigail. Dann kriegt er das Gesicht. Gut, Moment, Moment, Moment. So. Logik machst du gerade. Wie sieht's aus mit deiner Stimmung? Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann kannst du noch ein bisschen Charisma üben. Du gehst zum Unterricht, das ist in Ordnung. Viel Spaß. Und du bist noch am Charisma lernen, aber du kannst gerne eine Pause einlegen und was essen gehen. Da habe ich nichts dagegen. Und du werkelst an diesem Backstein rum. Da tut sich bestimmt auch deine Mechanik erhöhen, ne? Das werden wir gleich sehen, welchen Fähigkeitspunkt du dafür kriegst. Oder auch nicht. Ja, gut. Abigail wurde von Theo fertiggestellt. Verkaufe das Objekt oder wähle es im Kauf- oder Baumodus und platziere es in der Spielwelt, um es zu verwenden.
Oh, streicheln. Oh. Sehr lustig. Okay, gut. Dann kannst du gleich vielleicht noch eins machen. Den nennen wir Adam. Der kriegt ein bisschen größere Augen. Ja. Wir sind gemein. Weil ich meine. Ach, vielleicht kommt's ja hin. Willst du dir den auch mal angucken? Was ist hier? Adam lernt Charisma, das ist in Ordnung. Und Körper brauchst du auch, glaube ich, noch ein bisschen. Du bist im Unterricht. Adam wurde von Theo fettgestellt. Schön, den kannst du verkaufen, denke ich. Das ist kein... Du hast in 10 Stunden schon Abschlussprüfung und bist aufgeregt. Verhalten im Brandfall. Ich glaube, das ist unter Umständen wichtig. Ja? Weil ich weiß ja nicht, wenn hier mal irgendwas anbrennt, weiß ich nicht, ob das so dann gesund ist, wenn wir halt nicht wissen, was wir dann machen sollen. Ne? So, du kümmerst dich um deine Bedürfnisse, das ist in Ordnung. Kannst du direkt auch duschen gehen. Und da kannst du Blasen machen. Wir wollten uns ja auch weiter mit dem Gerd hier anfreunden. Wer hat denn jetzt am... Du bist da noch gut dabei. Okay, der will gerade wohl gehen. Das ist unpraktisch. Ich will ja, dass er nachher auch gut gelaunt ist für die Prüfung. Ich will eigentlich alle, dass ihr gut drauf seid. 20 Stunden bis zur Abschlussprüfung, okay. Gut. Hinterher solltest du vielleicht aufs Klo mal gehen. Vielleicht nicht unbedingt auf die Toilette gerade. Kannst aber die säubern und dann duschen gehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir im zweiten Jahr dann uns dann nochmal bemühen können, mit dem einen oder anderen Student anzufreunden. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, ne? Du musst doch gleich auch los, ne? 17 Uhr? 16 Uhr, ja, stimmt. Wie sieht's aus? Oh ja. Ich glaube mal, so kannst du beruhigt. Beruhigt? Gelassen in den Unterricht gehen. So, ab mit dir. Ah ja, Abigail ist da. Kathi ist dafür wieder zurück. Das ist sehr schön. Vielleicht sollte sich Kathi auch mal mehr mit Abigail und Theo anfreunden, ne? Sim auf ein Date bitten. Spielturnier gewinnen. Da könnten wir auch dran arbeiten, wenn du willst. 8 Stunden bis zur Abschlussprüfung, oh je. Der Balken geht so hervorragend voran. Wie viele Punkte hast du denn jetzt schon? Oh ja, das ist gut. So, gut. Wann musst du denn? Um 17 Uhr. Muss ich dir noch irgendwas geben? Ja, vielleicht duschen. Duschen, duschen, duschen. Duschen ist wichtig. Kathi macht sich auch schon frisch.
bei deinen Noten müssen wir gerade gar nichts machen. Das ist auch in Ordnung. Warte, hast du dich so? Ah ja, dann können wir vielleicht den Gerd einladen, wenn wir ihn hier nicht finden. Wir können ja einfach mal gucken. Professor Stommel. Armin. Ja. Stommel war ja richtig. Wer hat denn jetzt... Oh mein Gott. Wieso? Oh nein, hast du... Hast du... Ich hatte das Gefühl, dass du den beobachtet hast. Durch das... Ich weiß zwar nicht, wie weit du mit diesem... Na. Glaubt ihr? Ich komme nicht auf den Namen gerade. Warte, ich guck das mal nach. Wo ist es denn? Da vielleicht? Teleskop. Wie weit du damit gucken kannst. Aber anscheinend hat es gereicht, um den Nachbarn in Desiderata-Tal zu beobachten. Also, Respekt. Ja, du willst... Ach so, ja, ich habe dir auch gerade gesagt, dass du jemanden anrufen sollst. Gut. Du bist auf dem Weg zur Uni. Das ist sehr schön. Du bist immer noch am Lernen. Na gut. Solange du noch Zeit hast, deine... Warte, nein. Du kümmerst dich jetzt erstmal um deine Bedürfnisse. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger. Essen und vielleicht noch ein bisschen schlafen. Wie wär's? Kathi? Du gehst jetzt gerade diesen... Ach, warte, hat sich erledigt. Ist der jetzt wirklich wichtig? Oder nicht? Ja, nicht wegscheuchen. Also manchmal verstehe ich das nicht. Nee, Stehblos muss jetzt nicht sein. Nach Wünschen kannst du den fragen. Oder... Was ist dein Job? Theo hat in einer Stunde Unterricht. Da wird's wohl nichts mit dem Essen und Schlafen. Aber das macht nichts. Wie lange hast du denn dann? 2 Stunden? Dann hast du nur noch 4 Stunden. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dann bist du noch super gelaunt. Da klingelt das Telefon, aber keiner hat Zeit. Geh du mal. Es tut mir leid, dass ich euch wieder beim Unterhalten unterbreche, aber vielleicht ist ja jemand Wichtiges am Telefon. Das weiß man ja nicht. Hey, Abigail, kann ich... ich meine, hey, Kathi, kann ich Abigail sprechen? Nee, die ist gerade nicht da. Also, war ja auch super wichtig gerade. Also, weißt du was? Du isst das jetzt einfach. Du bist jetzt auf dem Weg zur Uni. Dann könnt ihr euch doch noch ein bisschen anfreunden. Also, ich hoffe mal, dass du wichtig bist. Dann muss ich mal... Für die nächste Folge muss ich mal gucken, mit welchen Leuten ich mich anfreunden könnte, sollte. Geh doch nicht so niedergeschlagen zur Uni. Ich weiß, dass du deine Bedürfnisse nicht gerade auf Vordermann hast. Und in 5 Stunden musst du schon zur Abschlussprüfung. Dann kannst du gucken, ob du hinterher noch was essen darfst. Ich hoffe, du vergeigst das nicht. Du bist dann, glaube ich, als nächstes dran. Vor den anderen. Könnt ihr euch irgendwie... Ihr könnt euch zuprosten. Warum nicht? Mit Essen werfen. Vielleicht...
findet er das total toll. Ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall fand er es lustig. Gut. Dann würde ich fast sagen, dass ich das in der nächsten Folge mache, dass wir mitkriegen, wie Theo dann in 4 Stunden die Abschlussprüfung abgeschlossen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.